Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Das ist unsere Nummer. Ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Wie immer, dienstags eine Themennacht und unser Thema heute heißt Übersinnliches. Ich möchte gerne mit euch sprechen, die ihr in eurem Leben schon mal etwas Übersinnliches erlebt oder wahrgenommen habt. Also Stichwort Hellsehen, Stichwort Geistererscheinungen, Spukgeschichten, Geistheilungen, Rückführungen, Telepathie, was auch immer. Wenn ihr so etwas schon mal erlebt habt, vielleicht auch Leute, die im Prinzip so etwas überhaupt nicht glauben und das für Humbug halten und dann doch so etwas mal erlebt haben und jetzt völlig von den Socken sind und das gar nicht richtig einordnen können. Ja, mit euch würde ich gerne drüber sprechen. 0800 220 5050 oder mailt mir ganz einfach unter der bekannten Mailadresse domian@wdr.de. Bin sehr gespannt auf die Sendung, sehr gespannt auf euch, auf die Anrufer. Nehme ich auf die erste jetzt gleich schon auf die Andrea und Andrea ist 45 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Andrea. Das Problem ist, dass wir sind nicht auf Sendung. Also du bist nicht auf Sendung im Fernsehen. Ich bin nicht auf Sendung im Fernsehen? Nein, man hört kein Wort. Aber man sieht mich. Ja, ich sehe dich schon, aber man hört eben, also die anderen Zuschauer werden nichts hören. Na, das ist ja wieder wunderbar. Ja, das finde ich auch. Dann bitte ich mal meine Regie, dass wir zumindest eine Einblendung machen. Jetzt höre ich dich. Ah! Jetzt mache ich den Turm aus. Ich habe, ihr Lieben, wenn ihr gerade zugeschaltet haben solltet, ich habe gerade von meiner Anruferin von Andrea gehört, dass ihr mich nicht gehört habt. Jetzt höre ich dich. Jetzt bin ich da. Jetzt bist du da. War gestern auch ein bisschen. Ja, gestern war es auch, wirklich, ja, in der Tat. Ja. Ist ja schön, Domian, dass ich mal wieder mit dir sprechen kann. Ich habe zuletzt vor 8 Jahren mit dir gesprochen. Ach, das ist ein Ding. Andrea, bevor wir uns unterhalten, gestatte kurz, dass ich dann nochmal die Fernsehzuschauer begrüße, die mich nicht gerade verstanden haben. Also ihr Lieben, schön, dass ihr auch da seid. Und wir haben heute Nacht ein Thema. Das Thema heißt Übersinnliches. Ich möchte gerne mit euch sprechen, die ihr in eurem Leben schon einmal etwas Übersinnliches erlebt habt. Wahrsagerei, Telepathie, Rückführungen, Geistheilungen und so etwas. Vielleicht habt ihr sowas erlebt und das hat euch auch völlig umgehauen, weil ihr eigentlich sehr rationale Leute seid. Also meldet euch bei mir, wenn ihr solche Erfahrungen schon mal gemacht habt. 0800 220 5050. So, jetzt aber, Andrea. Ja. Vor 8 Jahren haben wir miteinander geredet. Vor 8 Jahren, da gab es mal ein Thema bei dir, das hieß Amerikaner. Ja. Und da habe ich mal bei dir angerufen oder vor 8 oder vor 7 Jahren, ich weiß es nicht mehr. Da warst du noch relativ frisch in der Sendung. Ja. So, aber heute heißt unser Thema nicht Amerikaner, sondern Übersinnliches. Übersinnliches, ja. Es betrifft meine Oma, die 1994 verstorben ist. Und es war 2 Monate, bevor sie verstorben ist. Da war schon mal so eine ganz komische Sache. Da habe ich meine Tochter von der Schule abgeholt und sie sagte dann zu mir, die Oma liegt im Sterben. Mhm. Also die Uroma von ihr praktisch, ne? Ja. War von meiner Tochter. Ja. Und dann fuhren wir nach Hause und da bin ich runtergegangen zu der Oma und die Uhr an ihrem Bett war stehen geblieben. Ja. In der Todesstunde? Die Todesstunde kam erst später. Also die Uhr war generell zwei Monate vorher. Andrea, ich muss dich leider nochmal unterbrechen. Ja. Irgendwas stimmt heute und gestern nicht bei uns. Denn wir haben wieder keine Fernseheinblendung, was unsere Nummer anbelangt. Jetzt muss ich hier nochmal improvisieren. So, ja. Entschuldige bitte, aber das müssen wir aufstellen, damit die Zuschauer auch immer schön unsere Nummer sehen können. Ja. Dann müssen wir morgen mal ran, dass wir nicht so viele Pannen hier haben. Das ist ja auch alles nicht sehr schön. Ja. So, die Uhr war stehen geblieben. Also vor 2 Monate vor ihrem Tod war die Uhr stehen geblieben. 2 Monate vor dem Tod. Mhm. Und ich bin dann runter zu ihr gegangen. Sie hat Morphine bekommen. Und dann habe ich gesagt, Oma, das allererste, was ich mache, ist, dass ich die Uhr wieder richte mit Batterie und habe gleich eine Batterie reingetan, dann lief die Uhr weiter und die Lebensuhr von meiner Oma lief dann auch noch 2 Monate. Ach. Das war der Hammer, ne? Also ich komme runter, so Punkt 1 Uhr und die Uhr ist stehen geblieben. Und meine Oma lag praktisch im Sterben und hatte also Morphium bekommen, dass sie eben leichter rübergeht. Also, und das war eben das eine und dann kam das andere, hat sie sich von dem Fall aber komischerweise wieder ein bisschen erholt gehabt, aber nur ein ganz bisschen.
sodass 2 Monate später sie dann auch verstorben ist. Mhm. Und dann ging es halt los. Also dann ging es halt so los, meine Mutter hat mich angerufen, wir wohnen in Stuttgart, ist auch egal, aber meine Mutter hat mich angerufen, ja, die Oma ist tot. Mhm. Bin ich also heimgefahren. Und dann haben wir so innerhalb von einer Woche sämtliche Sachen erlebt, wo man eigentlich glaubt, dass man das gar nicht erleben kann. Mhm. Also der Fernseher ging aus und an, obwohl wir eine Fernbedienung hatten. Mhm. Das Licht flackerte ständig, es ging mal aus, es musste neue Glühbirnen rein. Dann ist am nächsten Tag die Glühbirne schon wieder kaputt gewesen. Ja. Und so ging das die ganze Zeit. Und dann abends, das war der Hammer, es war ein sehr, sehr heißer Julitag, an dem meine Oma verstorben ist, und zwar am 7.7.94. Da haben wir dann abends Bratkartoffeln gerochen. Und zwar meine Oma, die aß ganz furchtbar gern Bratkartoffeln, hat jeden Tag Bratkartoffeln gegessen. Und da roch's. Und wir saßen aber draußen und es roch im ganzen Haus nach Bratkartoffeln, obwohl kein Mensch. Also in ihrer Todesminute, Stunde quasi. Nee, da war sie gerade schon verstorben. Ja, ja. Da war sie schon verstorben. Ja gut, aber sie war gerade eben... An dem gleichen Tag. Also sie war am gleichen Tag. Ja. Mhm. Ja. Und da hat es eben überall nach Cognac gerochen. Sie hat, meine Oma, die hat immer ganz gerne mal einen Cognac getrunken. War eine ganz gute Seele so. Und hat jeden, also wir haben auch Cognac, da haben wir gedacht, wer trinkt denn hier Cognac? Ich rieche eine Cognac-Fahne hier irgendwo. Dieses mit dem Bratkartoffeln, lass mich mal fragen. Wie lange war die Oma da tot, als es nach Bratkartoffeln roch? Das war 1-2 Tage. Ach doch, schon. Achso, ich dachte dann quasi an dem. Ja, also ich kann es nicht mehr so ganz genau sagen, weil es eben auch schon 12 Jahre her ist. Und da ist ganz sicherzustellen, dass nicht irgendjemand in der Nachbarschaft oder. Es war sowas von heiß, dass alle Menschen ihre Balkontüren zu hatten. Mhm. Es war, wie gesagt, im Juli 1994 und wir sind durchs Haus gegangen, wir haben überall gerochen, es wurde nachweislich nichts gekocht bei den Nachbarn, auf keinen Fall Bratkartoffeln, weil es eher Nordrhein-Westfälisch sowieso ist. Es passierten ganz viele seltsame Dinge. Ganz um den Tod herum. Licht und mit dem Fernsehen, das war der Hammer. Das hielt dann wie lange an? Bis die Oma unter der Erde war. Mhm. Und ab dem Tag nicht mehr. Auch schlagartig? Schlagartig aufgehört. Mhm. Also es fing schon seltsam an mit der Uhr? Ja, was du am Anfang gerade erzählt hast. Mit der Uhr, die habe ich dann. Und beim zweiten Mal, also wo sie dann wirklich gestorben ist, war die Uhr ja wieder stehen geblieben. Ja. Ach, dann war sie wieder stehen geblieben. Ja. Aber da hat es nichts mehr genützt, weil die Oma war da im Krankenhaus schon und die hatte furchtbare Nasenbluten gehabt und sowas alles. Und wenn es halt kurz vorm Tod ist, dann. Wie hast du diese Ereignisse damals aufgefasst und verstanden? Ich war halt erstmal irrsinnig traurig natürlich. Mhm. Als zuerst mal kam mal die Trauer, bevor ich über diese Dinge. Wir haben uns alle gewundert, was für komische Dinge da aufgetaucht sind. Diese Dinge haben euch nicht beängstigt? Nee, damals. Das eigentlich nicht. Also ich habe es dann eher als Zeichen betrachtet eigentlich, dass sie uns irgendwie noch einen Gruß schickt oder sowas. War das für dich oder ist es für dich jetzt auch im Nachhinein so ein, wie du es jetzt sagst, Zeichen, quasi aus einer anderen Welt, in der sie weiterlebt und aus der sie sich dann nochmal gemeldet hat? Es wäre natürlich schön, das zu denken. Natürlich sind eben, wie gesagt, seit der Zeit 12 Jahre vergangen. Mhm. Und da bin ich mir nicht mehr so ganz einig. Ich bin auch eigentlich, ich weiß auch nicht, ob ich an Gott glaube oder was weiß ich was. Aber auf jeden Fall hat mir das ein bisschen, wie soll man das sagen, ein bisschen Zuversicht eigentlich schon gegeben. Ja. Also ich mag schon, du bist auch eher, wie ich auch, ein skeptischer Mensch, was solche Sachen anbelangt. Schon. Dennoch, wenn man das so wahrnimmt und mitkriegt, ist man dann ja schon erstmal berührt davon. Ja, ich war sehr, sehr berührt. Ja, das glaube ich auch. Eben sehr, sehr viele Sachen. Ist dann natürlich die Frage, wie man sich das erklärt. Ist das jetzt ein Zeichen aus dem Jenseits? Oder sind es vielleicht Energiefelder, die noch von dem Verstorbenen in diesseits sind und sich dadurch irgendwie auflösen und Luft verschaffen? Es muss ja nicht unbedingt ein Beweis für ein Jenseits sein, wenn man sowas erlebt. Nee, aber
Ich meine, wenn ein Toter oder eine Tote noch Signale senden kann, dann ist das ja eigentlich ein positives Zeichen, würde ich mal so sagen. Dann ist ja doch, ich meine, wir alle denken ja auch, dass irgendwas zwischen Himmel und Erde eigentlich sein könnte. Also sehr merkwürdig finde ich ja das mit dem Bratkartoffeln, muss ich sagen. Ja, und mit dem Cognac auch. Mit dem Cognac auch. Wenn die Lichter so an und aus sind, kann man vielleicht sagen, das sind vielleicht Energieströmungen irgendwelcher Art. Aber mit den Bratkartoffeln ist schon ein bisschen arg. Nee, aber mit der Energie war das auch mit dem Fernsehen, das war ja auch genauso mit der Uhr und dem All, nicht? Also aber was wollte die Oma, wir können da heute schon ein bisschen drüber lachen. Ja, natürlich. Was wollte die Oma euch sagen, dass sie nochmal den Bratkartoffelduft durchs Haus halt gehen lassen? Ja, sozusagen, vielleicht. Ja, aber was wollte sie sagen damit? Ich werde weiter auf euch gucken. Oder mir geht's gut. Mir schmecken schon wieder die Bratkartoffeln. Die Bratkartoffeln im Jenseits. Ja, vielleicht. Ja, aber ich höre schon auch, dass dich dieses Erlebnis ein bisschen mehr so auch ins Nachdenken gestürzt hat, was Gott, Weiterleben, Jenseits und so weiter, diese Fragestellungen angeht. Ja, natürlich. Das auf jeden Fall. Mhm. Also man hat früher so, da war ich auch noch viel jünger, da habe ich nicht so drüber nachgedacht über den Tod und so. Aber inzwischen macht mir der Tod eigentlich auch eher ein bisschen Angst. Mhm. Also ich bin ja nicht so furchtbar von überzeugt mehr. Es war zwar sehr schön, dass wir diese Signale noch empfangen konnten, wir alle zusammen. Und wir fragen uns heute noch, wie das überhaupt möglich ist, dass ein toter Mensch diese Signale senden kann. Nicht? Definitiv seid ihr aber davon überzeugt, dass die Oma diese Signale gesendet hat. Es kann nicht anders sein. Hast du danach nochmal irgendwas Vergleichbares erlebt? Nein. Das einzige Mal. Nein, niemals mehr. Also ist auch seitdem keiner mehr gestorben. Mhm. Würde mich auch nachdenklich stimmen und wäre mir auch tief eingebrannt in meine Erinnerung. Ja, ist mir auch tief eingebrannt. Das werde ich niemals vergessen. Ja, aber ich würde mich dem auch anschließen, was du sagst. Es ist dann eher doch was Nettes und was Positives. Ja, und doch, denke ich mir auch. Ja. Bratkartoffel und Cognac. Bratkartoffel und Cognac, genau, das war ihr Ding. Sehr lustig. 5 Uhr gab es immer den Cognac, um 6 Uhr gab es die Bratkartoffeln. Und das jeden Tag. Das ist ja verrückt. Weil sie stammte aus NRW, ne? Aus Bielefeld. Da werden gerne Bratkartoffeln gegessen. Ja, da werden gerne Bratkartoffeln gegessen. Wie alt ist die Oma geworden? Bitte? Wie alt ist die Oma 86. geworden? 86. Naja, das ist doch. Und die ist sehr, sehr leicht eingeschlafen. Also sie kam ins Krankenhaus mit Nasenbluten. Ja. Und hat noch Mittag gegessen und ist eine Stunde später verstorben, ist einfach eingeschlafen und das war's. Lieber Andrea, ich danke für deinen Anruf. Ja, ich danke und, auch. Dann sprechen wir uns in 8 Jahren wieder, würde ich sagen. Ach nee, vielleicht ein bisschen früher. Vielleicht habe ich irgendwas mehr zu sagen dann. Alles Gute wünsche ich dir. 8 Jahre ein bisschen später. Ja, das stimmt. Okay, alles Gute. Dann tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, sollte es irgendwo nochmal Tonprobleme gegeben haben, ich sage es ja nochmal, unser Thema heißt Übersinnliches und ich möchte gerne mit euch über übersinnliche Phänomene sprechen, die ihr erlebt habt. Hälse in Telepathie, Spukgeschichten, Geister, Heilungen oder Geisterscheinungen, so etwas. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt über so etwas, 0800 220 5050 oder mailt mir unter domain@wdr.de. Weiter geht es mit Herbert und Herbert ist 44 Jahre. Hallo Herbert. Hallo, bin ich jetzt schon drauf? Ja, du bist schon drauf. Hallo Herbert. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Zu unserem Thema Übersinnliches. Letzte Leben. Fange ich mal damit an. Letztes Leben? Oder letztes Leben, sagen wir so. Also ich bin sowieso jetzt mal grundsätzlich davon überzeugt, dass Menschen öfter leben. Warum bist du also davon? Also schon... Weil ich es einfach spüre, weil das einfach für mich ein Gefühl ist, dass mein Körper einfach mein Körper ist und das, was an mir lebt oder das, was mich am Leben hält praktisch, das ist ein Geist, das ist nicht dieses, was ich da anfassen kann. Wie kommt es, dass du das spürst und vielleicht andere Leute das nicht spüren? Also ob was jetzt andere spüren oder nicht, das ist deren Sache. Ich glaube, dass ich vielleicht schon von Kindheit an irgendwie da so ein... Hast du mal so ein Schlüsselerlebnis gehabt diesbezüglich? Nee, jetzt nicht unbedingt. Vielleicht, dass ich mir jetzt dachte, frühere Leben oder so, sondern einfach, dass es nicht so ist, wie man so sagt. Also Kirche zum Beispiel, das war nie mein Ding. Also das irgendwie dachte ich mir, da stimmt was nicht. Ja, also die Kirche... Evangelische oder die christliche Kirche geht nicht davon aus, die christlichen Kirchen, dass es frühere Leben gab. Ne? Davon gehen die Christen nicht aus.
gehen die heutigen Christen, sagen wir so, weil ich meine, da gibt es auch Dinge, wo man dann meint, es wäre ja irgendwann mal gestrichen worden aus der Bibel. Ja, also du gehst auf jeden Fall davon aus, dass der Mensch mehrfach lebt. Ja, und du gehst hat und auch noch leben wird. Noch ein Paket dabei hat und entsprechend auch noch was zu tun hat. Was glaubst du, wie viel Leben du schon hattest? Das weiß ich nicht. Ist mir auch egal, weil mir geht's eher darum, wo stehe ich jetzt? Ja, aber du also weißt gerade... Mir geht es nicht großartig darum, jetzt zu schauen, was habe ich da gemacht, wie oft war ich da und wer und so, sondern schon, und deshalb ist das auch eigentlich wohl auch passiert, also mit auch passiert, dass ich drauf kam, weil gerade das letzte Leben mit meinem jetzigen schon sehr stark verbunden ist. Inwiefern? Was war dein letztes Leben? Also in meinem letzten Leben ging es stark darum... Besser so angefangen, dann kapiert man es leichter. Ich war im letzten Leben Jagdflieger der deutschen Luftwaffe, Zweiter Weltkrieg, und wurde über dem Kanal, also zwischen England und Frankreich, während der Luftschlacht um England abgeschossen. Und bin dann, nachdem ich ausgestiegen bin aus der Karre, jämmerlich ersoffen. Ich muss so sagen. So, jetzt drängt sich mir gleich die Frage auf, woher weißt du das? Das war in der Rückführung, wusste ich aber zuvor schon. Also erklären wir mal Rückführung, das sind solche, solche, wie kann man es erklären, so Art Hypnoseverfahren? Nee, ist keine Hypnose. Es gibt zwar auch Hypnose, aber in dem Fall, und ich habe das später dann auch selbst betrieben, also mit anderen. Aber wir erklären es mal, es gibt so Seminare, wo man das machen kann, wo man durch bestimmte Techniken in ein anderes Leben hineingeführt wird. Du sagst, du hast das durch eine Rückführung erfahren, aber du wusstest es auch vorher schon. Also woher wusstest du es vorher schon? Das war ein Gefühl. Einfach so. Also zum Beispiel, nenn nur einfach, das sagen an sich alle Leute, die sich für sowas interessieren und die so ein Draht dafür haben. Wenn du zum Beispiel, für mich ist es nach wie vor, ist es unglaublich, ist es ein Glücksgefühl, einfach nur den Motor eines alten Flugzeugs zu hören. Oder alte Sachen aus den 30er Jahren speziell so, ja. Das ist einfach schön für mich, ich lebe da. Ja. Also ich weiß, ich kenne das. Autos aus dieser Zeit. Da könnte man einfach sagen, Man findet das schlichtweg schön, muss sich gerade ein Indiz dafür sein, dass man in der Zeit gelebt hat. Das ist richtig, ja. Aber du fragtest mich ja, wie bist du draufgekommen? Ja. Ich bin nicht nur auf dieses, das ist ja so ein Gefühl. Und es hat sich, ich habe zum Beispiel als Kind, bin ich schon hergegangen und wenn ich nicht einschlafen konnte manchmal, was meinst du, was ich mir dann ausgedacht habe? Ich war Jagdflieger. Bin Einsätze geflogen dann. So im Geist. Bist du irgendwann früher als Jüngerer, vielleicht als Jugendlicher, mal auf diese Theorie gestoßen, dass es mehrere Leben gibt? Also wann ich darauf gestoßen bin, jetzt von außen her, das kann ich absolut nicht sagen. Ja. Ich meine, ich habe ein so gesehen Mini-Schlüsselerlebnis, ist ja nichts Besonderes, aber trotzdem erinnere ich mich dran, weil es einfach irgendwie doch scheinbar was ausgemacht hat. Und es war ein Spruch vom Lehrer, seinerzeit irgendwie, also 6. Klasse vielleicht war der Typ. Und der meinte immer, wenn jemand so irgendwie Aufgaben so und so muss, müssen wir das so und so machen. Und dann meinte der Lehrer, war in Bayern bei uns, müssen du gar nichts, bloß sterben musst. Also müssen tust du gar nichts für unsere Freunde, da sonst nur sterben musst du. Sterben musst du. Und das leuchtet mir einfach ein. Das hat zwar jetzt mit dem letzten Leben nichts zu tun. Wollte ich sagen, das war so ein, bitte? Ich sage, das hat mit der Rückführung ja nichts zu tun, mit dem anderen Leben. Nee, aber es war einfach so ein das Leben an sich so. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ja. So, aber, jetzt muss ich mal fragen. Wenn man an so etwas glaubt, was bringt einem das? Mir bringt's, also in dem Fall bringt's mir vielleicht von dem her was, weil ich mich beschäftigt habe, nach wie vor auch damit beschäftige und ich der Ansicht bin, dass es im Leben grundsätzlich um Gefühle geht. Gut, das werden jetzt viele Leute unterschreiben. Ja, und ich gehe halt ein Stück weiter und schaue nach diesen Gefühlen auch in einer weiteren Vergangenheit. Okay, weil ich jetzt grundsätzlich nicht der Ansicht bin, dass das nötig ist. Ein früheres Leben da rauszuziehen und dann... Okay, das beantwortet noch nicht meine Frage. Was bringt einem dieser Glauben, dass es mehrere Leben gibt?
Was also für mich ist es kein Glauben, ich bin überzeugt davon. Okay, was und das ist für mich ist es eine Gewissheit einfach, dass ich okay, das, was an mir lebendig ist. Ja. Das was an dir lebendig ist. Das sagt das sag Lebendige ich, das sag an mir, das ist das insofern bringen nein, in die. Anders. Welche, ja? welche Schlüsse ziehst du aus der Gewissheit für dein jetziges Leben? Das ist eine wichtige Frage, finde ich, wenn man etwas glaubt oder von etwas überzeugt ist. Welche Schlüsse? Naja, also vom rein gedankenmäßig, von den Schlüssen. Naja, ein Punkt ist schon, das muss ich zugeben, ist, dass ich dadurch schon denke, es gibt, weil eben diese ganzen Zusammenhänge, weil ich die ganzen Zusammenhänge sehe, festgestellt habe, immer noch feststelle, es gibt wohl eine Geschichte. Eine Geschichte auch, aus der ich nicht auskomme. Weißt du, wie ich meine? Also ich muss nein, also mich würde jetzt überzeugen, wenn du jetzt gesagt hättest, ich strenge mich an, in diesem Leben ein guter Mensch zu sein, um dadurch vielleicht naja, ein noch besseres Leben zu kommen. Ja, das ist schon richtig, ja. Was du jetzt meinst. Bloß frage ich dann, was ist ein guter Mensch? Ja, weil wenn ich jetzt krampfhaft versuche, ein guter Mensch zu sein, habe aber Problematiken dabei, wo ich einfach so nicht rauskommen, sondern da muss ich gewisse Dinge tun, um das zu durchleben. Okay, was glaubst du, wie viel Leben es gibt? Wie viel Leben eine Seele leben kann oder leben muss? Ich glaube, dass da die Quantität nicht die Rolle spielt. Das ist eher eine Qualitätssache. Glaubst du, dass das irgendwann ein Ende hat, dieses immer wieder Leben, also, Leben, Leben? Ja, wobei ich denke, das spielt auch nicht die Rolle, weil wir als Menschen, wir denken ja wirklich in ein System. Mhm. Und da gibt es natürlich diesen Anfang und dieses Ende, genauso wie du jetzt fragst. Ja. Gibt dir diese Überzeugung oder dieser Glaube daran, gibt dir das einen Halt? Naja, dazu müsste ich jetzt wissen, wie wäre es ohne. Ja. Also was ich feststelle, ist ja eher, dass es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele Menschen, die das auch so empfinden. Ja. Also würde ich gar nicht so sagen. Also ich glaube, dass das eine große Konjunktur hat. Außerdem glaube ich, dass sehr viele Menschen auf der Welt, da auch in anderen Religionen, da schon dran glauben. Ja, das schon. Aber ja. Ich meine jetzt bei uns hier, direkt speziell bei uns. Weniger, aber es werden mehr. Ich habe neulich gerade zum Beispiel das Buch von Habe Kerkeling gelesen, wo er das auch beschreibt, dass er mal so ein Rückführungsseminar gemacht hat und er in seinem letzten Leben das Gefühl hatte, dass er ein Mönch war, der von den Nazis erschossen worden ist. Also ich glaube schon, dass das schon verbreitet ist. Wie auch immer, auf jeden Fall, für dich ist das Realität und für dich ist das Wahrheit und das gilt es dann auch zu respektieren, finde ich. Lieber Herbert, danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Okay, ich dir auch. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Unser Thema heute Nacht heißt Übersinnliches. Wer von euch Übersinnliches schon mal erlebt hat, so wie eine Spukgeschichte gerade, die Andrea erzählt hat von ihrer Oma oder das, was Herbert gerade erzählt hat, dass er davon überzeugt ist, dass er ein anderes Leben schon mal hatte oder viele andere Leben oder ganz andere Sachen, die einfach so mit der Vernunft nicht zu begreifen sind. Und ihr vielleicht selbst auch vor einem Rätsel steht, dann meldet euch bei mir unter unserer bekannten Nummer. Hier ist Michaela und Michaela ist 17. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Michaela. Was ist dir denn Seltsames passiert, was du nicht so richtig einordnen kannst? Also ich war damals 12. Machst du mal den Fernsehturm bitte ganz leise? Ja. Besser. Das ist viel besser. Also du warst damals 12, ja? Ja. Und was war da? Ja, ich war sehr schwer krank. Ich habe angefangen, Bulimie zu machen, weil ich immer gehänselt wurde in der Schule und so. Also Bulimie zu machen, das heißt, du hast angefangen zu erbrechen, wenn du gegessen hast? Ja, sehr, sehr viel gegessen und hinterher wieder ausgebrochen. Ja. Ja, und das ging über ein halbes Jahr. Mhm. Und dann kam der Anstoß, dann musste ich ins Krankenhaus, weil ich nur noch Blut gespuckt habe. Oh, das war schon sehr, sehr schlimm. Ja. Schlimmes Alarmzeichen. Ja. Ja. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und dann lag ich so in so einer Art Koma. So genau weiß ich das nicht mehr. Mhm. Also ich war erst wach, aber ich bin dann auch irgendwie in Koma gewesen. Mhm. Es waren aber nur 2 Tage. Ja, immerhin. Ja. Immerhin. Also du warst, das haben hinterher
dann auch die Ärzte oder deine Angehörigen bestätigt, du warst in einem medizinischen Koma. Ja, genau. Ja. Und dann war das so, meine Mama hatte mich ja immer besucht. Mhm. Die ist dann nach Hause gefahren und ich war sozusagen, ich lag im Sterben. Mhm. Und ich... Das muss ich mal fragen. Da muss aber noch irgendwas anderes gewesen sein. Nur in Anführungszeichen von einer beginnenden Bulimie kann das aber nicht sein. Ich habe das länger gemacht, die Bulimie. Ich habe das ja über ein halbes Jahr schon gemacht. Trotzdem, also ich glaube, da muss schon noch was anderes passiert sein mit deinem Körper. Ja, das weiß ich nicht so genau. Ja, vor allen Dingen, wenn du schon Blut, wenn da Blut rausgekommen ist, vielleicht war da noch eine andere, irgendwas anderes, eine innere Erkrankung mit im Spiel. Ja, so genau weiß ich das aber nicht. Ja, ja. Ja, meine Mutter war auch schwer krank, dreimal an Krebs. Mhm. Ich wusste auch nicht mehr, wie ich weitermachen soll. Ja, wer hat denn da gerade vorgeflüstert? Meine Mama. Die Mama, schönen Gruß an die Mama. Schönen Gruß an die Mama. Ja, ja, erzähl mal weiter. Okay, ich bin dann in einer Jugendpsychiatrie gekommen. Mhm. Erst dann habe ich auf einmal gar nichts mehr gegessen. Mhm. Die haben mir so eine Zeituhr hingestellt. Ich hatte eine halbe Stunde Zeit, was zu essen. Mhm. Und das habe ich nicht in Anspruch genommen. Mhm. Und irgendwann hat mein... Ach ja, erstmal erzähle ich jetzt weiter vom Krankenhaus. Ja, von dem... Ja, Entschuldigung. Von den beiden Komatagen. Ja. Mhm. Und meine Oma ist mir dann auf einmal erschienen. Ich kam mir vor, als ob mein Körper, also meine Seele schon in einer ganz anderen Welt ist. Mhm. Dann ist mir meine Oma erschienen und sie meinte, du musst weiterkämpfen. Du bist noch zu jung, um zu sterben. Mhm. Ich habe dich lieb und ich werde immer bei dir sein in deinem Herzen. Mhm. Weil meine Oma war der wichtigste Mensch nach meiner Mutter für mich. Ja. Wie hast du das denn dann in Erinnerung? Stand die Oma dann plötzlich vor dir? Ja, die stand vor meinem Bett. Ach so, du hast dich... am Fußende stand die. Ah ja, du hast dich also in dieser Traumerscheinung oder Komaerscheinung auch im Bett gefühlt, im Bett liegend gefühlt. Ja, und auf alle Fälle. Und hast dann die Oma davor stehen sehen. Ja, genau. Ja. Die war auch total schön angezogen, weißes, langes Kleid. Ja. Das habe ich noch in Erinnerung. Und da hat die Oma gesagt, du musst kämpfen. Du musst weiterkämpfen, du schaffst das, mein Engelchen. Sie hat mich immer Engelchen genannt. Ja, ja. Du bist viel zu jung, um zu sterben. Genau. Mhm. Und dann? Ja, und irgendwie hat es dann, ich weiß nicht, wie das genau war, ich bin dann wach geworden. Ja. Nach den 10 Minuten. Sie hat länger mit mir gesprochen, aber so genau weiß ich nicht mehr, was sie gesagt hat. Ja, was sagst du, wieso 10 Minuten? Ja, ungefähr so 5 bis 10 Minuten ist mir das so in Erscheinung gewesen. Ja, ob es jetzt weniger war, weiß ich nicht. Das wirst du gar nicht genau mehr wissen. Ja. Von der Zeit her kann man das wahrscheinlich gar nicht erklären. Nee, das kann ich auch nicht genau sagen. Auf jeden Fall hat dir das, was immer das auch gewesen sein mag, hat dir das Kraft und Energie gegeben, wieder auf alle Fälle so zu Bewusstsein zu kommen. Ja, das hat mir total Kräfte gegeben. Ja. Ich habe mich gefühlt, als ob sie auf einmal mich so richtig, ihre Kraft mir gegeben hat. Ja, das kann ja auch sein, wenn du so eine enge Beziehung zu deiner Oma hattest. Ja. Wie lange war deine Oma denn da schon tot? Sie ist 99 verstorben und 2001 bin ich ins Krankenhaus gekommen. Ah ja, dann war das ja auch noch relativ nah aneinander. Ja. Und dann hat die Kraft der Oma dir geholfen, ne? Ja. Das kann man so sagen. Mhm. Wenn man sowas als Kind, du warst ja dann nur ein Kind damals, erlebt, heute bist du eine Jugendliche, eine junge Frau bald, von 17, 18 Jahren. Was hat so ein Erlebnis so mit dir gemacht? Was hat das so für Nachgeschmack oder was fühlst du so im Nachhinein, wenn du daran denkst? So im Nachhinein, also so anderen Leuten, Außenstehenden, würde ich es jetzt nicht erzählen, Freunden oder so. Weil die lachen. Ja, nicht lachen, aber die würden mich vielleicht für verrückt halten. Ja, die würden vielleicht sagen, du spinnst und du hast dir was eingebildet und so weiter. Genau, aber das ist einfach mein Glaube und ich habe es erlebt. Mhm. Gibt dir das auch irgendwie eine Zuversicht, dass da auch irgendwie vielleicht jemand bei dir ist so und dich ein bisschen beschützt? Auf alle Fälle. Nämlich die Oma. Ja. Die Oma, die Oma ist immer bei dir, ist vielleicht dein Schutzengel, die Oma. Ja, das ist es. Kann ja sein, ja. Also sie ist mein größter Schutzengel, den ich jetzt habe. Ja. Das war die Geschichte, die du mir erzählen wolltest zum Thema Übersinnliches. Ja, ich würde gerne noch was erzählen, weil ich letztes Mal ja nicht durchkam, wo es um Sexuelles ging und so. Ja, aber das passt da nicht so ganz in unser Thema heute rein. Da würde ich dir nämlich vorschlagen, Michaela, wenn du da noch gerne ein Gespräch führen möchtest, dass wir dich jetzt anrufen, das heißt, meine Psychologin ruft dich an und dann könnt ihr in aller Ruhe sprechen. Ja, das wäre super. Ne? Weil das passt nicht so ganz gut in unser Thema und dann machen wir es so.
Einverstanden? Okay. Okay. Michaela, du bist. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Ich bedanke mich auch. Nochmal Gruß an deine Mama und du legst bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal. Und mach weiter so. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050 und unser Thema heute Abend heißt Übersinnliches. Verbunden jetzt bin ich mit der Heide und Heide ist 66. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, hallo Heide, schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Ja. Ich muss dir erst zuallererst ein Kompliment machen. Du bist so ein toller Mann. Ich finde dich super. Das ist aber sehr nett. Vielen Dank, freut mich sehr. Und dann möchte ich zu mir sagen, dass ich ein ganz normal bekloppter Europäer bin, ja, und kein Spökenkicker. Ja, das so als Voraussage. Jetzt bin ich ja gespannt, was du mir erzählst. Also, am 13. Mai 2004 ja, ist mein Bruder gestorben. Ja. Der war 62 Jahre. Mhm. Am 13. Juni ist die Urne beigesetzt worden. Mhm. Am 15. Juni komme ich nachmittags nach Haus und habe so durch den Fernseher angemacht und setz so durch und bleib beim Fliege hängen. Mhm. Und zwar hatte der auch das Thema Übersinnliches. Mhm. Und aber was vorher gelaufen ist, weiß ich nicht. Ungefähr so 20 Minuten ist die Sendung schon gelaufen. Ja. Und dann spielt auf einmal mein Kater verrückt. Ja. Der Fliege sagt, jetzt kommt eine junge Frau und die kann Tote zugehörig zu verschiedenen Leuten erkennen. Ich habe nicht verstanden. Die kann hinter diesen Menschen. Moment, das habe ich nicht verstanden. Die kann Tote? Ja, Verstorbene. Ja, sag's nochmal, ich habe es nicht richtig verstanden. Also wenn jetzt, bei dir ist jemand verstorben. Ja. Das kann schon Jahre her sein. Achso, und die kann das erkennen. Die schaut dich an und sieht den Toten hinter dir stehen und beschreibt den ganz genau. Gott, wie gruselig. Nein, schön. Oder schön. Ach ja, super. Und das hat die da im Studio gemacht. Ja. Und mein Kater hat verrückt gespielt. Du, der hat einen Katzenpuckel gemacht. Der konnte überhaupt nicht mehr vor dem Fernseher sein. Der hat alle Haare von sich gestellt. Ich habe noch nie so einen großen Kater gesehen wie da. Und dann habe ich gedacht, Fritzi, spinnst du jetzt? Was ist denn mit dir los? Ja, ja. Und dann kommt die Frau rein und ist so sympathisch. Und dann denke ich, wow, so eine tolle junge Frau. Ja. Die war also 25. Mhm. Und aber der Kater hat sich doch gesträubt, nachdem er diese Frau gesehen hat. Oder schon ja, bei dem Tipp. Wie Fliege die angekündigt hat. Ach so, und sie aus der Kulisse rauskam. Ja, da fing der Kater an, irgendwie. Da fing er an, ja, verrückt zu spielen. Ja. Und konnte überhaupt nicht mehr. Er lief dann schon im Wohnzimmer rum, wenn er ein Stückchen weg war vom Fernseher, entspannte er sich ganz normal. Mhm. Und so wie er in den Schein reinkam, in die Strahlen vom Fernseher, blieb er wie angewurzelt stehen in diesem Katzenbuckel. Also verrückt. Ja. Ganz verrückt. Und dann hat die eben bei einer Frau im Studio einen Verstorbenen gesehen, hat ihn beschrieben, die Frau fängt an zu weinen und sagt, das ist mein Vater. Und die wusste nicht, die wussten nichts voneinander vorher? Nein, nein, also nee, glaube ich nicht. Und plötzlich geht das Bild im Fernseher weg, dann fliege sein Studio, geht weg, mein Bildschirm wird ganz grau und herein kommt von hinten ein Krankenbett, in dem mein Bruder sitzt. Ach, im Fernsehen? Im Fernsehen, ich schwör's dir. Also der Fliege ging weg. Der Fliege ging weg. Der Bildschirm wurde grau. Der wurde grau und plötzlich war nur noch mein Bruder im Bett da, hatte den Kopf so auf seinen Kopf in die rechte Hand gestemmt, lacht mich an, sah super aus, der war vorher so krank, ich kann dir sagen, so ausgemergelt, rote Bäckchen, einen Schalk in den Augen und dann sag ich, Jürgen, und ich konnte nicht mehr sagen. Und wie lange hielt dieses Bild an? Wann kam der Fliege wieder? Ja, das hielt so lange an, bis er gesagt hatte,
lasst mir noch meine Ruhe, also auf Bayerisch, ich kann nicht Bayerisch reden. Ja. Lasst mir noch meine Ruhe, ich bin auf einem Weg, ich bin noch nicht angekommen, ihr hört's von mir. Was meint er damit, lasst mir meine Ruhe? Ich vermute, wir haben ihn im Stillen, wenn wir am Grab geweint haben, haben wir ihm vielleicht so ein bisschen Vorwürfe gemacht. Wärst du doch eher zum Arzt gegangen. Hättest du doch vielleicht, vielleicht hätte man dir helfen können noch. Aber er ist einfach zu spät zum Arzt gegangen. Das Ganze war, wenn ich es gerade richtig verstanden habe, einen Tag vor der Urnenbeisetzung. Nein, zwei Tage danach. Zwei Tage danach. Ja. Zwei Tage danach. Ja. So, nun gibt es zwei Möglichkeiten. Mein erster Gedanke gerade war, das ist ja unglaublich. Was, das ist einfach unfassbar. Aber das war so ein schönes Erlebnis. Der andere Gedanke. Erschrocken, oder was? Ja. Der andere Gedanke war gerade bei mir, als du es erzählt hast. Ja. Vielleicht warst du von der Trauer so überwältigt, dass das eine Halluzination deiner Wahrnehmung war. Nein, er war wirklich da. Du meinst, es war wirklich so. Ja. Mhm. Warum hat der Kater denn so verrückt gespielt? Stimmt, das ist auch ein Beweis, ja. Ja. Warum hat der so verrückt gespielt? Das hat er nie mehr gemacht. Aber wenn du das, ich meine, man muss sich da mal hineinversetzen, wenn man so etwas erlebt, egal ob das nur eine Halluzination ist oder ob das real war, dann, du musst doch außer dir gewesen sein danach. Überhaupt nicht, ich habe mich nur gefreut. Du hast dich gefreut? Ja. Es war was Touristisches. Ich habe mich gefreut, dass er mir Bescheid gesagt hat, dass es ihm gut geht. Und ich habe dann abends, meine Schwägerin war zu dem Zeitpunkt noch in der Arbeit, und habe dann angerufen und habe gesagt, Christel, der Jürgen ist mir heute im Fernsehen begegnet. Bei Herrn Fliege. Ja, genau. Ja. Und da sagt sie, ja, dir glaube ich das. Ja. Hat dir das geholfen, auch bei der Trauer? Ja. Ja, das glaube ich. Unheimlich, weil wir gewusst haben, es geht ihm jetzt gut. Aber leider hat er sich bis heute nicht gemeldet. Ja, aber dann, aber dann wird es auch seinen Sinn haben. Ja, bestimmt, irgendwie schon. Aber ich hätte gern noch was von ihm gehört. Aber hast du früher an solchen Sachen auch geglaubt? Ja, geglaubt an und für sich. Aber noch nie erlebt früher sowas? Ja, ich habe schon einige Erlebnisse gehabt. Ich habe, meine Schwiegermutter ist gestorben und ich war noch 11 Jahre in dem Haus, wir haben zusammen gewohnt. Ja. Und in diesen 11 Jahren habe ich meine Schwiegermutter immer wieder im Schatten in ihrer Küche gesehen, obwohl die Küche schon mittlerweile ein Büro war. Also, ich will dir sagen, Heidi, es gibt ja Menschen, die sensibel für solche Sachen sind. Und die empfänglich sind. Vielleicht zählst du zu solchen Menschen, die eine große Empfänglichkeit haben. Dann ist ein guter Freund verstorben. Ja. Und der, ich habe gemerkt, der ist in der Wohnung. Und ich stand in der Küche in der Tür, also weit weg von der Spüle, und auf der Spüle lag ein Deckel, so ein richtiger schwerer Glasdeckel für eine große Bratpfanne, so ein Jena Glasdeckel. Und der flog in hohem Bogen durch die Küche, klatscht auf den Boden und ist kaputt. Und diese Pfanne hatte er gekauft gehabt, auf dem Christkindlesmarkt ein Jahr vorher. Im Mai ist er gestorben, 96. Und ein Jahr, also im Dezember auf dem Christkindlesmarkt, hat er diese Pfanne gekauft. Vielleicht hast du ja so eine Art mediale Fähigkeit. Ich weiß es nicht. Das kann ja sein. Aber die Geschichte mit deinem Bruder, das finde ich auch eine tröstliche Sache, wenn man so etwas erlebt. Schön. Ja, das glaube ich auch. Das war so toll. Ja. Ich habe mich so gefreut. Ja. Aber wenn er sich jetzt nicht mehr meldet, dann hat es sicher auch seinen Grund. Ja, und vielleicht soll man da auch nicht hinterher bitten. Liebe Heide. Ich weiß auch, ich rede auch mit meinem Schutzengel. Und der redet auch mit mir. Der redet wirklich mit mir. Weißt du denn, wie der Schutzengel heißt? Wie mein Schutzengel heißt? Ja. Der hat keinen Namen. Der hat keinen Namen. Nein, der ist einfach nur da. Und wenn es mir schlecht geht, dann sage ich, du, Heuch, immer, für was bist denn du da? Ja, genau. Du musst auf mich aufpassen. Na, hallo, geht's noch? Liebe Heide, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und dass der Schutzengel dich wirklich sehr beschützt. Ja, das war, ja. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Dina. Dina. Ja, hallo. Ja, guten Morgen, Dina. 32 Jahre bist du alt. Ja, genau. Und hast dich auch zu unserem Thema Übersinnliches gemeldet. Ja. Warum? Ja, und zwar geht es um meine Jugendzeit.
Da habe ich Gläserrücken gemacht. Wie alt warst du da? Ungefähr 16. Ja. Und da muss ich jetzt weiter ausholen. Meine Schwester, die ist sehr viel älter als ich. Ja. Die ist 15 Jahre älter und die hatte auch fast in demselben Alter mit 16 eine beste Freundin. Ja. Und die ist in dem Haus damals vergewaltigt und umgebracht worden. Mhm. Und das wusste ich aber nicht. Mhm. Und wir sind Jahre später in das Haus, bin ich mit meiner Mutter dann eingezogen, in dieselbe Wohnung, wo das Mädchen, das umgebrachte Mädchen da gewohnt hatte, die Familie. Mhm. Ja, und ich habe dann Gläserrücken dort gemacht. Ich hatte keine, also von der Geschichte wusste ich nichts. Meine Schwester hatte nie darüber gesprochen. Ja. Ja, und dann irgendwann fing es an, dass mir irgendwie ich mal das Gefühl gehabt hatte, ich werde beobachtet. Hast du denn alleine Gläserrücken gemacht oder mit Freunden? Mit Freunden. Mit mehreren Leuten. Das ja, heißt, das die klassische Methode. Ja, genau. Ja, nein, mit Buchstaben, genau. Und mit Finger draufhalten und so. Ja, ja, genau, das Übliche. Ja. So, ne? Mhm. Und irgendwann hat meine Mutter mich drauf angesprochen, hat gesagt, irgendwas hast du hier gemacht in der Wohnung, hier stimmt was nicht, hier ist alles verrückt, hier ist irgendjemand in der Wohnung, was hast du getan? Und ich habe mich natürlich nicht getraut zu sagen, was das ist, weil ich genau wusste, meine Mutter ist da streng. Ja, gewesen. Aber du hattest ja nichts gemacht. Ich habe ja nur am Tisch gesessen, habe Gläser gerückt. Ja, meine Mutter hatte da etwas merkwürdige Ansichten. Ja, gut, aber sonst habt ihr doch nichts verändert im Raum. Nee, wir haben. Weil du gerade sagst, was hat die Mutter denn bemerkt, was hier komisch vorkam? Ja, das wollte sie mir auch erst nicht sagen. Und dann habe ich gesagt, Mama, was ist denn los? Bevor hast du denn solche Angst? Sagst du ja hier abends. Sobald du ins Bett gehst, ist hier die Hölle los. Sag ich, das kann doch nicht sein. Was heißt das, die Hölle los? Ja, dass der Fernseher andere Bilder gezeigt hatte und dass halt die Sachen durch die Gegend gerückt sind. Mhm. Und ich habe ihr das am Anfang nicht geglaubt. Dann hinterher habe ich das aber selber gesehen und gehört. Und es waren auch ständig so Geräusche überall, als würde jetzt in der Küche ein ganzes Regal runterfallen und solche Sachen. Was hast du denn mit deinen eigenen Augen gesehen? Ich habe nachher auch jemanden in der Tür stehen sehen, einen Schatten in der Tür. Den habe ich nicht nur alleine gesehen, den hat auch eine Freundin gesehen bei mir. Die ist mich nachher nicht mehr besuchen gekommen. Mhm. Die hatte auch Angst davor bekommen. Ja, das war schon sehr unheimlich. Also am meisten waren eigentlich die Geräuschkulissen. Es waren merkwürdige Geräusche am Abend in diesem Haus zu hören. Ja. Ausgelöst durch dieses Gläserrücken. Ja, also sie sagte, das wird wahrscheinlich der Auslöser gewesen sein, weil meine Mutter war der Überzeugung, das Haus ist einfach vorbelastet. Wer meinte, dass der Auslöser war? Und dieses Gläserrücken. Also das ja, nee, wer meinte das? Dass das meine Mutter. Deine Mutter. Mutter. Was ist denn bei dem Gläserrücken passiert? Da fragt man doch dann immer Sachen, ist jemand hier, ist ein Geist hier oder so. Habt ihr sowas auch gemacht? Ja, natürlich, aber da war eigentlich kein Name, der dabei rumkam. Also ja. Wir haben nie Namen erfahren. Ist denn da schon bei dem Gläserrücken was passiert, was dich auch schon beeindruckt hat? Ja, oder? Also es ist einmal was von der Fensterbank runtergefallen, das war wohl gewesen, aber da haben wir noch alle gesagt, ja, ne, klar, und war bestimmt ein Windstoß. Und ja. Wir haben uns am Anfang nur lustig drüber gemacht. Ja, aber das Gläserrücken funktionierte auch schon. Das heißt, das bewegte ja, sich das funktionierte. Glas. Es klappte ganz gut. Sogar nachher, wo wir losgelassen haben, ist das Glas einmal noch ein paar Zentimeter weiter gerückt. Aha. Ohne, dass da jetzt ein Finger drauf war. Aha. So, dann war das Haus war in Aufruhr. Ja, ich denke mal, irgendwas war da nicht richtig. Wie endete die ganze Geschichte dann? Also eigentlich endete sie damit, dass wir damit leben mussten. Wie viele Jahre? Ich glaube, wir haben da gewohnt, ungefähr 12, 13 Jahre. Wie? Und da war immer abends dann irgendwie Geräusche zu hören? Ja, es wurde weniger. Also wir haben es nachher einfach ignoriert. Wir haben uns da nachher nicht mehr mit beschäftigt, weil irgendwann verliert man auch die Angst, weil es wurde ja jetzt nicht irgendwie schlimm in dem Sinne, dass ja, also, mir da jemand das schon, zu Schaden kam oder so. Nee, aber mir wäre das schon gruselig, wenn ich jede Nacht in meiner Wohnung unerklärliche Geräusche hören würde und dann auch die Vermutung hätte, das sind jetzt irgendwelche... irgendwas Übernatürliches. Ja, irgendwas, was man nicht erklären kann, keine Ahnung. Wann hat man denen erzählt, was da passiert ist in dieser Wohnung? Also ich habe mir mal versucht, Rat zu holen bei einer, die ich auf einer Arbeitsstelle kennengelernt habe, vor meiner Lehrzeit. Mhm. Und die hatte mir gesagt, sie hat auch Erfahrung mit sowas gehabt und sie konnte mir nur den Rat geben, es einfach ignorieren. Und auch wirklich die Haltung geben, du kannst mir keine Angst machen, ich okay. kann auch damit leben. Die Frage war aber, wann hast du erfahren, was in dieser Wohnung wirklich passiert war? Da war ich, ja, nachdem meine Mutter mir das dann gesagt hat, habe ich sie dann gefragt, warum sie solche Angst denn überhaupt hätte. Ah, dann hat sie es dir alles dann erzählt. Dann hat sie mir das erzählt. Dann habe ich auch meine Schwester gefragt, nach ihrer besten Freundin, wie das denn passieren konnte.
Und da hatte sie mir auch noch so eine Geschichte erzählt und danach war bei mir richtig unheimlich. Wie oft hast du denn dieses Gläserrücken gemacht? Also eine Zeit lang haben wir das wirklich auch regelmäßig gemacht. Ah ja. Über ein paar Wochen lang und danach nie wieder. Ja. So, nun hast du eine sehr widersprüchliche Erfahrung gemacht, sagen wir mal, mit diesem Gläserrücken. Würdest du es heute auch nochmal machen, sowas? Also es ist schon interessant, aber es ist mir nicht interessant genug, dass ich das nochmal riskieren möchte, dass ich jetzt in irgendeiner Wohnung nochmal Besuch haben möchte, egal welcher Art. Also es hat schon ein Gruselgefühl ausgelöst. Ja, also es ist einfach nur unheimlich. Man kann es einfach nicht einordnen. Es macht schon Angst, vor allem wenn das abends so dunkel ist und dann auf einmal ist da so ein Gepolter hinter einem oder dieses Gefühl einfach, es haucht einem jemand in den Nacken. Mhm. Also das ist nicht gerade angenehm. Eher wie in so einem Gruselfilm, ne? Ja, genau. Das ist wirklich sehr unheimlich. Glaubst du denn selbst an ein Jenseits, an ein Leben nach dem Tod? Glaubst du persönlich daran? Das ist schwierig. Aufgewachsen bin ich eigentlich mit so einer Meinung, dass es sowas nicht gibt. Mhm. Wir waren ja mal bei den Zeugen Jehovas. Mhm. Und da gibt es ja in dem Sinne keine Seele, kein Leben nach dem Tod. Aber gibt es kein Leben nach dem Tod? Nein, es gibt nur das Paradies, in dem man irgendwann aufersteht. Ach so, ja genau, ja. Das ist ja dann das Leben nach dem Tod. Ja, aber nicht sofort, wenn man stirbt, dass es dann irgendwie eine Form von Seele gibt oder so. Ja, also wenn du auserwählt bist, die anderen haben die schlechte Karte. Ja, die haben sowieso verloren. Ja, die, ja. Aber also, das ist ein anderes Thema, die Zeugen Jehovas sind ein anderes Thema. Aber es ist halt sehr widersprüchlich. Aber es gibt halt viele Sachen, die jetzt auch so im Laufe der Zeit passiert sind, Wo ich nachdenklich geworden bin. Bist du denn, das gehört jetzt auch nicht direkt zu dem Thema, interessiert mich nur persönlich, bist du jetzt von den Zeugen Jehovas, du bist raus? Wie lange schon? Auch schon etliche Jahre. Eigentlich schon seit Anfang der Jugendzeit schon nicht mehr. Deine Eltern waren vermutlich dabei? Ja, meine Eltern waren dabei. Und sind die immer noch drin? Nein, beide Eltern sind auch schon tot jetzt mittlerweile. Ah ja. Und hast du heute einen anderen Glauben? Ja, ich habe versucht, mir so selber was zurechtzubasteln. Also ich bin schon gläubig in dem Sinne, dass ich da denke, es gibt auf jeden Fall etwas Mächtigeres. Ja. Also ich denke schon, dass auch etwas nach dem Tod überbleibt. Mhm. Okay. Weil, ja, irgendwie auch nach dem Tod der Mutter kam das da auch zu so einigen Vorfällen und von daher ist es doch schon etwas. Es hat ja auch etwas Tröstliches, wenn man das glaubt, zu glauben, davon auszugehen, dass mit dem Tod, wie Stecker raus, alles vorbei, ist natürlich auch eine nicht gerade sehr schöne Vorstellung und damit muss man sich dann auch im Leben arrangieren, wenn man sowas glaubt. Denn das ist ja auch ein Glauben. Wenn man glaubt, es passiert nichts mehr, ist das ja genauso ein Glauben, wie als wenn man sagt, da passiert noch was. Mhm. Diana, ich danke für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht's gleich mit dem Norbert. Und Norbert ist 47 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Ja, hallo Norbert. Übersinnliches. Ja, bin vor 2 Jahren fast verstorben. Also war im Koma. Mhm. Vor 2 Jahren? Ja. Ja. Und habt ihr zum Glück alles überlebt. Mhm. Und weswegen warst du im Koma? Ja, Meningitis, Enzephalitis, also Hirnhautentzündung. Also schwere Erkrankung. Ja. Mhm. Und das, also den Tag um 12 Uhr ging es mir gut. Mhm. Um 12.40 Uhr circa bin ich umgefallen. Mhm. Also vorher nichts gemerkt, nichts, ja nichts und 3 Tage später auf der Intensivstation wieder wach geworden. Also 3 Tage Koma. Ja. Mhm. Und also wie gesagt, ich hatte unwahrscheinliches Glück und mir kann auch überhaupt ja kein Arzt sagen, die Ärzte haben gesagt, es ist ein Wunder, dass ich überlebt habe. Mhm. Das hatte mit ärztlicher, die haben natürlich getan, was sie konnten, völlig klar. Mhm. Aber sie mussten es denn, wie meine verstorbene Mutter immer gesagt hat, in Gottes Hände legen. Was ist jetzt Übersinnliches für Ja, meine Mutter ist schon viele Jahre tot, verstorben. Mhm. Und ich kann mich besinnen, also in diesem Koma, als ich in dem Koma war, ich bin aus mich rausgetreten. Mhm. Wie man so sagt, ich kann zum Beispiel auch bestätigen, dieses weiße Licht. Ja, also das ist, was man immer so da ist, liest. Also ein ganz gerelltes weißes Licht. Was heißt denn aus dir herausgetreten? Hast du ich habe mich gesehen. Du hast dich liegen sehen? Liegen sehen, ja. In dem Krankenbett? Ja, kurioserweise in dem Krankenbett. Ja, und wie war das heraustreten? War das ein Schweben nach oben oder bist du... Kann ich nicht mehr nachvollziehen. Also ich weiß nur noch, dass ich aus mich raus,
auf mich geguckt habe. Ich kann jetzt ja nicht mehr genau sagen, ob ich jetzt so direkt über mir war oder seitlich. Ja. Da kann ich mich nicht mehr besinnen. Und wann kam diese Lichterscheinung dann? Das kam unmittelbar. Also ich bin aus mich raus, habe mich da liegen sehen und hatte also ein ganz tolles Gefühl. So. War das also so ein Gefühl? Ich muss sagen, ich bin drogenabhängig und Alkoholiker, bin auch schon viele Jahre clean und trocken. Ja. Und also schon 9 Jahre. Und aber ich sage mal, ich habe nur Rauscherfahrung leider gemacht ohne Ende. Alles eingeschmissen, was geht. Und also ich sage heute immer, sowas hast du auch nicht erlebt. So schön. Ja. Also das war wirklich schön. Wie kann ich mir das vorstellen mit dem Licht? Bist du auf dieses Licht zugegangen? Nee, ich bin praktisch, sag ich mal, auf selber Höhe mit mir in diesem Krankenbett. Und dann kam so es kam von oben, sag ich mal, so rechts aus der Ecke kam so ein gelbes Licht. Und ich bin überzeugt, dass das meine Mutter war. Ach so. Und du hast sie aber als Person nicht erkannt. Nee. Das ist die Mutter. Das Feeling, ja, das war meine Mutter. Und wenn es mir heute nicht, also ich muss dazu sagen, jetzt seitdem habe ich Depressionen, Angstzustände und so weiter. Lass mich mal noch weiter fragen. Hat die Mutter irgendwas gesagt zu dir? Hat dieses Licht was zu dir gesagt? Nee. Also es war einfach, du hast eine Erinnerung, es war sehr schön sehr angenehm und dann setzt die Erinnerung irgendwann aus. Genau, also ich kann auch noch sagen, dieses Licht hat mir so Ruhe vermittelt, ja. War das denn dann so ein Gefühl, als du dann wieder wach geworden bist auf der Intensivstation, dass du fast traurig warst, dass du wach warst? Oder hast du dann und daraus resultieren wohl auch die Depression. Das nennt sich dann reaktive Depression. Wobei, ich muss ja eben noch eine Zwischenfrage stellen. Als du wach wurdest, hast du doch wahrscheinlich gar nicht kapiert, was mit dir los ist. Ach, um Gottes Willen. Du musst dir vorstellen, es gibt keine Körperöffnung, also außer die Ohren, wo kein Schlauch drin war. Und weiß ich, da hat mir vielleicht der Mundwinkel wehgetan, weil das muss natürlich alles ziemlich zügig gehen, als man dann der Mundwinkel eingerissen hat durch die diversen Schläuche. Also das muss man ja erstmal dann kapieren, was da mit einem los ist. Und wann setzte denn dann so die Erinnerung an diese schöne Vision ein? Noch während du da auf deinem Schwerst... Also ich bin dann wieder bin wach geworden, habe diese Schläuche realisiert, hatte einen körperlichen Drang, also sprich Harndrang, habe dann gemerkt, dass ich mich da nicht kümmern muss, weil da schmerzhafterweise da ein Katheter drin war. Daran kann ich mich noch entsinnen. Dann habe ich meine Freundin gesehen, die neben Bett saß und dann ist erstmal wieder Ruhe. Und dann kann ich dir nur sagen, ich glaube, das war so circa noch mal einen Tag später, da bin ich zu mir gekommen, also habe ich richtig wach geworden, klar im Kopf und habe hab zwar dieses Schlauchzeug noch alle drin gehabt, dann haben sie mir das alles rausgenommen und dann wollte ich mir sofort die Fingernägel machen. Hab mir ein Necessaire reichen lassen, also ich bin da so ein bisschen eigen mit meinen Fingernägeln. Ja. Das ist ja lustig. Und habe mir die geben lassen, habe dann völlig in mich versunken meine Fingernägel gemacht, also da irgendwie gefeilt. Und obwohl mir alles runtergefallen, konnte ja nicht halten. Also die Motorik war ja völlig daneben. Und in diesem Moment, also wo man, ich sage mal, wenn man so intensiv mit seinem Körper sich beschäftigt, sei jetzt nur die Fingernähe, dann ist man ja so Gedanken versunken. Und da kam es, aber ganz geballt. Ach, beim Fingernägel machen, das ist ja klar, also, vielleicht, wie du sagst, du warst ganz versunken in dir und da kam das im Gehirn hoch. Das ist nun 2 Jahre her, sagst du. Ja. Wenn man sowas Schönes erlebt hat in einem Koma, und das hört man ja immer wieder, dass Menschen solche Nahtoderlebnisse beschreiben, ich möchte die Frage nicht als frevelhaft aufgefasst wissen, aber ich frage sie mal. Bereust du das, dass du da aufgewacht bist? Ja, das ist leider oft, ja. Aufgrund dessen, was du gerade schon angedeutet hast, dass du auch seelisch erkrankt bist. Weil ja diese, ich sage mal, man hat ja, wenn man jetzt depressiv ist,
früher war das so für mich, ja, bist ein Mädchen, bist depressiv oder wie, ja, war so eine Frauensache, so eher, dachte ich immer so, ja, also so macho-mäßig. Ja. Ja, also so, ich krieg sowas nicht. Jeder, aber ich nicht. Ja, jetzt hast es. Und, ja. Ich würde mal, Norbert, ich würde mal gerne, weil das ist ja nur wirklich ein schweres Krankheitsbild, ein schwer seelisches Krankheitsbild. Ich würde gerne dich wegen dieser Thematik mit meiner Psychologin sprechen lassen. Ja, ja, gerne. Ja, das würde ich jetzt gerne vorschlagen, weil du da sicher am besten aufgehoben wärst. Ich danke. Ich muss noch kurz erzählen, was ja dieses Übersinnliche, wenn ich zum, also ich bin ja in psychologischer Behandlung, und wenn ich, das ist mir vorige Woche passiert, bin ich vom Psychologen gekommen, bin den Kuhdamm runtergelaufen und da kam mir so eine Gruppe Frauen entgegen. Ja. Also die weder figürlich noch irgendwie mit Textilien oder wie auch immer, also nicht im Entferntesten an meine Mutter erinnert haben. Und die kommen mir so entgegen und so, kennst ja, nimmst du dem mal wahr und dem mal wahr und los einfach weiter, also ja, aus dem Augenwinkel. Ja. Und dann habe ich wieder, zack, also da hat die das Gesicht meiner Mutter, war die Erinnerung wieder an das, was du da erlebt hast. Liebe Norbert, wir machen mal Folgendes. Du legst bitte auf und wir rufen dich jetzt sofort nochmal an. Ich danke dir erstmal sehr herzlich, dass wir haben miteinander sprechen können. Und wir werden uns gleich wieder bei dir melden, okay? Okay. Lieber Norbert, alles Gute, schöne Grüße nach Berlin. Ja, danke. Ja, tschüss. Und immer weiter so. Danke sehr, tschüss. Und hier ist die Jutta. Jutta ist 30, guten Morgen. Ja, guten Morgen, hallo Domian. Hallo Jutta, was hast du mir noch zu erzählen zum Thema Übersinnliches? Also erstmal werde ich schon mein ganzes Leben von diesem Geisterspuk verfolgt und dann hatte ich zweimal eine Begegnung mit einem Kobold, eine ziemlich unheimliche, die mir allerdings kein Mensch glaubt. Mit einem Kobold? Ja, aber ja, Kobolde sind so reagieren alle. Mein Kobold lässt sich auch immer nur tot, wenn ich das erzähle. Kobolde sind das so kleine lustige Wesen? Nein, der war wirklich bitterböse. Was ist denn ein Kobold für dich? Ja, ich weiß es selber nicht, wie ich das definieren soll. Das war halt ein kleines Männchen. Ein Männchen, ein kleines Männchen. Ja, so 70 Zentimeter groß. Und der hatte tatsächlich irgendwie Glöckchen auch noch. Also das war ja noch der Hammer, so richtig klischee-mäßig. Wie Glöckchen? Am Hut oder in der Hand oder wie? Ich konnte es nicht sehen, ich konnte es nur hören, als er weggelaufen ist. Und was hat der Kobold zu dir gesagt? Der hat nichts gesagt, nein, also das war, der stand einmal nachts in der Tür, als ich ein Kind war und hat mich beobachtet und ganz bitterböse angeguckt. Hat man ja als Kind schon mal solche Vorstellungen? Ja gut, nein, das zweite Mal war aber erst vor 6 Jahren, also da war ich schon lange erwachsen. Da warst du ein bisschen älter schon. Ja, da war ich schon 24. Wie, mit 24 stand der Kobold nochmal vor der Tür? Der lag bei mir im Bett. Das war wahrscheinlich ein Mann. Nein, und du warst mein besoffen. Freund lag ja auch noch da. Wie, der Freund war auch noch da und der Kobold, habt ihr einen flotten Dreier gemacht? Nein. Nein, also das ist jetzt aber wirklich ernst. Okay, ich will es nicht verspaßen. Nein. Also du, dein Freund schlief vermutlich? Ja, ich wollte nachts auf Toilette und als ich wieder ins Bett geklettert kam, da lag plötzlich am Fußende ein Gesicht. Und erst dachte ich, das wäre mein Freund und dann öffnete dieses Gesicht die Augen und guckte mich ganz böse an. Was war das für ein Gesicht? Wie sah das aus? Klein, also es war dunkel, ich habe kein Licht angemacht. Ich habe wirklich nur die Augen gesehen. Eher böse gesehen, Augen? Ja, sehr böse Augen. Und ich habe gesehen, das ist auch zu klein, das kann nicht dein Freund sein. Und bin dann erstmal vor Schreck irgendwie zurück und habe mich hingelegt, weil ich dachte, der darf jetzt nicht merken, dass du ihn gesehen hast. Ach, du hast nicht geschrien? Nein, weil ich wirklich Panik hatte. Und ich dachte, wenn der jetzt merkt, dass ich ihn gesehen habe, dann weiß ich nicht. Aber er lag am Fußende. Er lag am Fußende, ja. Hat man da nicht Angst, dann sich zu strecken, dass die Füße da in seine Richtung kommen? Ja, das war irgendwie ganz instinktiv, was ich da gemacht habe. Wie lange lag er da? Kann ich nicht erklären. Ja, nur ganz kurz. Und dann ist er aus dem Bett rausgesprungen und lief dann Glöckchen klingelnd in den hinteren Teil vom Schlafzimmer und dann war er weg. Und in dem Moment wachte mein Freund dann so halb auf und sagte, ich soll die Katzen einsperren. Und die waren aber alle eingesperrt in der Küche. Hat der denn auch Glöckchen klingeln gehört, dein Freund? Ja. Er hat ja am nächsten Morgen selber noch gesagt, was war denn da und die Katzen, weil die haben auch Glöckchen an den Halsbändern gehabt damals. Und wenn es vielleicht eine Katze war, die da vorne lag bei dir? Nein, die waren definitiv in der Küche eingesperrt. Kann man und jetzt da konnten die auch nicht raus, weil wir die Türklinke hochgestellt haben. Und die waren am nächsten Morgen auch noch drin. Also vor allen Dingen hat man gehört, dass es auf zwei Beinen lief. Also auf jeden Fall, du bist ganz davon überzeugt, dass es ein Kobold war. Ja, ich bin fest davon. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum die Kobolde immer Jutta als ihr Opfer aussuchen.
Ja, ich weiß es doch auch nicht. Ich wusste, sie glauben mir das. Oder du glaubst mir das auch nicht. Na, ja. Nein, wir müssten das Ganze wahrscheinlich noch genauer befragen. Dazu fehlt jetzt aber die Zeit. Ja, leider. Deshalb bleibt mir nichts anderes übrig, als dir zu wünschen, dass da kein böser Kobold mehr auftaucht und dass die Leute dich natürlich nicht verlachen. Denn wenn das tun sie sowieso. Ja, wenn du einfach Angst hast, muss man das ja auch ernst nehmen. Ja. Liebe Jutta, ich muss Schluss machen. Die Sendung ist vorbei. Alles Liebe. Tschüss. Ja, danke. Tschüss.